Ja, das mit Sicherheit, weil ich bastle schon seit 5 Jahren. Mittlerweile habe ich es genauso leicht wie alle Rahmen. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann in nächster Zeit durchsetzt. Es kommen immer mehr Holzfahrräder auf den Markt, das weiß ich. Aber ich bin der Vater des Erfolgs, weil ich seit 2011 schon im Fernsehen war. 2012 war ich Zweitbester in der ISPO Bike München hinter Bambus. Aber ich sage, Holz ist einfach zu verarbeiten wie Bambus. Meine Fahrräder sind alle in Handarbeit und ich kann auch speziell dem Kunden, wenn ich will, aus dem eigenen Garten ein Fahrrad bauen. Das heißt, wenn er einen Obstgarten hat, kann ich ihm aus Apfelbaum, Birnbaum, Kirschbaum sogar ein Fahrrad bauen. Muss natürlich länger warten, weil das Holz getrocknet werden muss. Hat Holz andere Eigenschaften, aber durch die Verleimtechniken, was ich da mache, hat fast die gleichen Prüfwerte bei der Prüfung. Das weiß ich aus Erfahrung mittlerweile. Die Leute lassen sich auf Messen begeistern ohne Ende. Natürlich, der Preis stimmt nicht, sagen mir die Leute, aber ich baue es ja nicht für jeden Kunden separat, der ein Fahrrad für 1.000 Euro will. Das ist ja hochwertige Kunst des Bauens. Es muss auch bezahlt werden. Ich baue es selber, der Meister baut es selber. Und das hat auch seinen Preis dann. Ich will, dass einfach das Holzfahrrad, was ich entwickelt, gebaut habe, die in nächster Zeit auch Zukunftsversionen hat, vielleicht sogar im Rennsportbereich. Ich habe zu Hause ein Rennrad mit 8 Kilo, der Rahmen hat nur 2000 Gramm. Ich kann mit Sicherheit noch den Rahmen runterfahren auf 1600 Gramm, das will ich aber noch gar nicht, weil sonst hat man ja nichts mehr draufzulegen. Und meine Tochter ist letztes Jahr im Triathlon in Ingolstadt, hat die zweitschnellste Zeit mit diesem Holzrennrad gefahren. Und dann haben halt die Carbonrahmen im Hintergrund gestellt worden. Und das ist ja auch schon mal Erfolg von den Holzfahrrädern.